Hey Leute und herzlich willkommen oder hey Rauchfreunde und herzlich willkommen bei einem weiteren Rauchtest auf dem Kanal. Ja, so blöd es klingt, wir schauen uns heute, wie wir uns schon mal angeschaut haben, eine weitere Vape an. Heute geht es um den Rauchartikel der Vapes. Ja, wir haben schon von Blue Bar was angeschaut. Natürlich im Vorab absolut fernhalten, okay? Egal, ob ihr Zigaretten raucht, Vapes raucht, in eure Lunge gehört eine Sache und zwar Luft und sonst nichts anderes. Und am besten noch so gut wie so saubere Luft wie möglich. Ja, also ich teste das jetzt nur für alle, die es zum Beispiel schon machen und sogar um Leute vielleicht davon abzubringen und halt einfach, weil ich alles testen möchte. Ja, sogar vielleicht irgendwann so halb illegale Sachen, die werde ich dann vielleicht nicht zeigen können, aber halt so einfach, ich möchte alles testen für die Gesellschaft, um auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu geben, indem ich zum Beispiel sage, wir testen heute die 11 Bar NC600 Reihe, das ist so, die haben so verschiedene Reihen. Und heute 11 Bar kennt, glaube ich, jeder da draußen, ist die bekannteste Vape-Marke, NC600, im Raspberry, also im Himbeergeschmack. Und wie gesagt, also wenn ihr eh schon raucht und sowas, für solche Leute teste ich es, um und allen, die es nicht machen, zu sagen, macht es auch weiterhin nicht. So, ja, heute den Raspberry-Geschmack, 20 Milligramm pro Milliliter Nikotin haben wir drin, ist ganz schön viel. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man ein so ein Ding am Tag raucht, hat man so zwei Schachteln kippen. Ist schon heftig. Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Wahre Worte. Auch für manche Leute mehr, für manche weniger. Ich bin da jetzt eigentlich nicht so, aber ich mag es halt trotzdem und deshalb würde ich schon sagen, dass es mich unterbewusst auf jeden Fall abhängig macht. Wir haben eine Einweg-E-Zigarette, enthält 2 Milliliter Liquid für bis zu 600 Züge. Lieferumfang 1/11 Bar inklusive Liquid. Und Gebrauchsinformation, Inhalt, pflanzliches Glycerin, Propylenglykol, Nikotinsalz, also Nikotinbenzoat und Himbeer-Aromastoffe. Ja, ihr merkt ja schon selber, wie gut das Ganze ist. Also pflanzliches Glycerin und Propylenglykol und Nikotinsalz in die Lunge reinpfeifen, plus noch so ein Aroma, ich weiß ja nicht. Gehalt an Nikotinsalz 20 Milligramm pro Milliliter, Nikotinabgabe pro Dosis 10 Züge, 100 pro Dosis, 10 Züge sind eine Dosis. Ja, sagt es mal so Leuten, die so ein Ding an einem Abend rauchen. Haben wir 114 Mikrogramm. Naja, okay Leute, wir machen das Ganze auf und schauen mal, wie das schmeckt. Da geht es jetzt vor allem bei, wenn ich Vapes teste, um den Geschmack und so ein bisschen die Marke und halt um was vielleicht sind bei manchen Sachen doch noch andere Sachen drin. Ich frage mich hier auch, ob es echte Himbeer-Aromastoffe sind, würde mich auch interessieren. Gesundheitsnote gebe ich hier, also ich persönlich, viele sagen Vapes sind schlimmer als Zigaretten, viele sagen Zigaretten sind schlimmer als Vapes. Ich persönlich finde Vapes minimalst, aber wirklich minimalst besser. Deshalb als Gesundheitsnote gebe ich hier eine 5-. Ich stelle das ähnlich wie wenn man 70 Gramm Gummibärchenpackung ist, so jetzt ungefähr, so rein für die Gesundheitsschädigung. Obwohl ich das sogar noch ungesunder finde, deshalb eine 5- als Gesundheitsnote. Aber hier geht es ja auch wie bei Süßigkeiten vor allem um den Geschmack. Deshalb machen wir das Ganze mal auf. Ach, so, und schau mal, was uns hier erwartet. Wir haben einmal so ein Vape-Tütchen. Ah, und da drin müsste dann die Gebrauchsanweisung sein. Hier haben wir so einen Öffner. Auch hier einen Totenkopf. Müsst ihr euch schon genug abschrecken. So, ey. Oha. Cool. Also ich muss sagen, ich kenne diese Vapes noch nicht, diese NC600 Reihe. So, erst einschalten, innerhalb 2 Sekunden dreimal kurz an der 11 Bar ziehen. Machen wir. So. Okay, da bleibt jetzt leider ein bisschen Kleber. Aber egal, so schauen die aus. Finde ich cool, die kannte ich so noch gar nicht. Ich kenne nur diese klassischen, die man halt irgendwie an der Tankstelle oder so kaufen kann. So ein bisschen dünner, ein bisschen breiter gehalten. Hier müssen wir es auch noch öffnen für den Luftdurchzug. So, und dann hätte ich gesagt, Leute, jetzt müssen wir hier diesen, hat man noch, dass kein Dreck reinkommt oder so, finde ich auch immer ganz gut. Jetzt müssen wir dreimal ziehen innerhalb von 2 Sekunden und dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Genau, es leuchtet dann so da unten. Ja, hat schon einen gewissen... Hat einen gewissen Himbeer-Touch, ist jetzt, finde ich, nicht so himbeerig, wie man es vielleicht erwartet, aber so einen leichten, bärigen Geschmack beim Einatmen hat es auf jeden Fall schon. Kriegt Geschmacksnote eine 2+. Haut mich jetzt nicht so um, schmeckt auf jeden Fall gut. Ich werde die einmal aufbrauchen, aber dann nie wieder rauchen. So höre ich so, weißt du, wenn ich alle Rauchartikel und alles Alkohol der Welt mal durchteste, dann kann ich irgendwann sagen, so, ich nehme gar nichts mehr zu mir. Ja, Leute, aber das war es ansonsten soweit mit der 11 Bar NC600 Raspberry. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr schon mit denen gemacht habt.
Und greift bitte auch nicht zu so China-Produkten, Alternativen oder so. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Elfbar. Ich wünsche euch was, immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben, niemals aufgeben und bis morgen. Ciao, ciao!